Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS22 im LS22 Frontiers Projekt. Heute zusammen im Team mit dem Christian und dem Andi. Hallo. Hallihallo. Der Andi ist neu bei uns im LS-Team und ja, ist das erste Mal bei den Aufnahmen dabei und direkt Vollgas, 7 Folgen am Stück. Hoffentlich können wir ihn danach noch gebrauchen. Ja, sonst suchen wir den nächsten, dann machst du direkt Aufruf. Ja. Gibt ja genügend. Wir brauchen einen Andi. Wo sind denn die Mietsachen drin? Wenn du in den Shop gehst und in einem Schlüssel. Ah, ja. Dürft ihr auch rein theoretisch nur ein Fahrzeug stellen. Ja. Sonst haben wir Strafe. War nur die Ballenpresse. Ja, ich weiß nicht, können wir die Grasflächen schon mal düngen oder haben wir die schon gedüngt? Die können wir eigentlich düngen. Weil nach der Ernte normalerweise? Ich schau mal eben ganz kurz, dann würde ich die direkt düngen. Würde ich mich sagen. Sieht ganz so aus, dass wir da schon vorbei können. Ja, können wir düngen. Ich düng mal direkt los. Dein Lieblingsaufgabe, ne? GPS und dann, ja. Ja, ohne Scheiß. Oh, das ist gut, Tuckig, weil bei so vielen Folgen verliere ich auch mal den Überblick. Gute Idee. Super gemacht, Digga. Das ist eine gute Idee. Wir haben Januar, wir müssen verkaufen noch die Kartoffeln. Und jetzt Höchstpreis, Moment. Ja, stimmt, genau. Bei 211, Moment. Wir haben 216. Und wo das ist, Moment. Hat den Gran schon mal jemand hergenommen? Wie arg schlimm backt der? Mit dem Baumstämmen. Das ist eine. Also bei unserem Bauernmarkt steigt es noch früh. Da sollten wir ein bisschen warten. Der ist bei 206. Bei den anderen fällt es und mit unserem Bauernmarkt steigt noch der Preis. Okay, ja, dann warten wir noch. Dann warten wir noch. Weil das Schöne haben wir ganz, ganz kurze Fahrtwege, weißt du, dann müssen wir nicht groß fahren, sondern... Ja, wie verschiebe ich nochmal die Dinger? War das nicht Bild hoch, Bild runter? Ja, muss man Alt drücken. Alt. Ach, Alt. Und ja, dann... alles klar. So. Ja, ich kann düngen. Perfekt. Haben wir das direkt auch schon fertig? Richtig. Oh, recht ergiebig, ne? Wenn ich so sehe, an Ballen, wir haben Heu geholt. Das ist gut. Ja, da kriegen wir auf jeden Fall für unseren Plan gut was hin. Ja. Ach ja. Und sonst, wie war euer Tag heute so? Ja, es war ganz gut. Wetter war nicht so heiß, von dem her ging es. GPS wird der neue Lieblingsspielzeug, auf jeden Fall. Seitdem Christian mir das erzählt hat, ja. Bäume verkaufen in der Mitte, oder? Nee. Bei unter 68. Ja, genau, unter 68, da musst du hin. Da ist so ein Container, da musst du gucken, ja, dass auch der Verkaufspunkt. Weil der in der Mitte, der funktioniert nicht. Also auf den kriegt man halt nur einen drauf. Auf diesen Holz-LKW oder Holzanhänger. Okay. Aber ich habe sie versucht, möglichst lang zu lassen. Nicht zu lang, ne? Die müssen 8 Meter sein. Ja. So maximal. Mal nachschauen, wie viel sie jetzt genau haben. Ich habe eine neue Maus, Leute.
Hast du angeschlossen, habe ich gehört. Habe ich schon angeschlossen, ja. Hast du gegönnt? Ja, klar. Hashtag Razer, ne? Ja, Hashtag Razer gegönnt. Na ja, für einen Baum. Für einen Baum? Ja. Ja, so kannst du weitermachen. Ja, wollte ich gerade sagen. Du kannst, ja, läuft, Digga. Wie hast du das denn jetzt hingekriegt? Immer ganz anders. Wie jetzt nicht mal in der ersten Folge richtig pokern können. Ja, ich bereue es gerade selber, Alter. Ich weiß selber nicht, was mit mir los ist, dass ich das sogar. Das wäre. Das, keine Ahnung, ey, zweite Windrad wäre bei uns gewesen, ey. Aber Cole ist echt der Pokerspieler, der Hund, ey. Hat er gut gemacht? Ja. Der wollte, der hatte wahrscheinlich gar keine Ahnung, wollte uns so irgendwie rauskriegen. Ja, ja. Ich meine, ganz so weit weg war er auch nicht. Nee. Macht er aber auch immer in GTA. Eigentlich hätte ich das schnallen müssen, aber. Ein Ball hast du keinen mehr gesehen auf dem Feld, ne? Ja, doch, hier hinten bei mir liegt noch ein Silageball. Ach ja, ja, morgen wird es bei uns richtig heiß, aber richtig. Na ja, sagt er die ganze Woche so an, glaube ich, oder? Ja. Ne, bei uns wird es am Mittwoch, glaube ich, wieder ein bisschen. Ne, Donnerstag wird es wieder kühler. Also morgen mit den Kids im Pool. Ja, leider nicht. Ich habe Spätschicht. Das wird nix. Ja, okay, das ist natürlich on top. Ich bin momentan auf so einem Shisha-Trip, ey. Okay. Und Raphael stichelt mich auch immer weiter an, ey. Da ist dann ganz gefährlich drin. Ja. Boah, Füße, guck mal hier. Und dann schickt er mir Sprachnotizen und Bilder von geilen Tabaksorten. Und ich denke mir, oh. Ah, guck mal, Tokik schreibt gerade. Bevor ich es vergesse, ein großes Lob an die PL. Die Challenge war richtig geil. Schön. Wir haben noch ein paar in petto, das. Also die Challenges, die bis jetzt so gekommen sind, sind wirklich geil, muss ich auch wirklich gestehen. Das sind mal Challenges, wo nicht hier um Autofahren und so ein Scheiß geht. Das feiere ich. Also im Februar müssen wir einen Salat verkaufen. Alles klar. Da ist der Höchstpreis von 1118. Und wann steigt denn jetzt hier der Preis noch für Kartoffeln bei uns? Bei der Also aktuell steigt der. Ah, okay. Ich weiß nicht, wann der Höhepunkt, da müssen wir mal ist öfter mal reingucken, weil jetzt weiter 5 steht. Ne, noch ist er bei 206. Also wenn der stagniert, dann müssen wir loslegen. Alles klar. Wasser hatte ich ja noch aufgefüllt. Wir müssen gleich nur gucken, dass der Trigger von den Paletten nicht voll wird, dass das da nicht stoppt. Nee, also. Habe ich schon geguckt. Okay. Wir können natürlich, wenn du willst, kannst du dir gleich mal hier rüberfahren, dass wir nur reinschieben müssen, weißt du? Wenn es dann soweit ist, dass wir einfach nur noch gegenfahren müssen und die nur reinschieben müssen. Ja. Schon mal den Anhänger ready machen. Ja, genau. Mal sehen, was mal rumkommt.
Also ich gebe mein Bestes mit dem Holz, gell? Ja, ich glaube dir, alles gut. Aber das kann man da alles nicht... Ah, doch, den kann man wieder schneiden. Soll ich die ohne Tannen auch schneiden? Die dicken, geästeten? Die sind, glaube ich, mies, ne? Weil A bringt richtig viel Geld. Also, würde ich, glaube ich, nicht mal. Das ist, glaube ich, die Arbeit nicht wert. Ja, da ist schon einer halt umgeschnitten. Ja, wir machen ab und zu, machen wir so ein... Über das Easy Desk Tool, dass wir die dann beseitigen einfach. Dass wenn die uns stören, dann sägen wir die ab und dann gehen die nach so weg. Wir haben ja gerade, ich habe ja gerade ein bisschen Zeit, ne? Ich fahre mal eben kurz den New Holland hier tanken. Nimm den Hauptstamm jetzt mal mit, in der Hoffnung, dass der vielleicht ein bisschen Kohle bringt. Wo kann ich denn überhaupt tanken, da unten? Macht man das GPS wieder aus? Alt-C. Ja, Alt-C, genau. Heute ist ja der 1.8., wo wir aufnehmen, meine lieben Freunde. Heute kamen die neuen Lehrlinge. Oh je. Haben sie wenigstens genug bekommen, oder? Ja, wir haben dieses Jahr nur eingenommen. Sonst nehmen wir immer zwei. Aber wir haben gemerkt, dass das halt scheiße ist, weil, ja, zwei Lehrlinge fangen zur selben Zeit an. Beide haben rechtzeitig Berufsschule. Und bei uns ist das noch so, ich weiß nicht, ob das überall ist. Das ist ja immer Bundesland zu Bundesland anders. Haben die noch zwei Tage Berufsschule und dann hast du ja die zwei Tage nicht da, ne? Deswegen tun wir jetzt so ein bisschen versetzt machen. Na, dann geht's noch. Ja, wenn der erste dann ins zweite geht, dann kommt der zweite dann. Weißt du, wie ich meine? Ja, klar. Ja, das ist ja heute angefangen und das erste, was er sagt, ja, ich müsste heute eher gehen. Das ist schon. Ein guter Start. Ja, okay. Man muss aber sagen, war verständlich. Er hatte Führerschein-Theorieprüfung. Achso, okay. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, was, ja, ne? Will man mal nicht so sein. Ja. Er kam aber danach dann wieder. Er hat dann gesagt, ey, bin schon durch. Brauch ja nicht den ganzen Tag. Das war, hat dann wieder Pluspunkte gezeigt, ne? Also. Ja, wie ich gesagt habe, bin durchgefallen. Ja, der ist durchgefallen, ja. Ist ja leider wirklich. Ah, klar. Scheiße. Na, natürlich ärgerlich. Ein Punkt zu viel gehabt. Ein Fehlerpunkt zu viel gehabt. Aber gut. Zweiter Anlauf kommt. Ist ja, wo gehst du hin? Soll ich irgendwas von ihm übernehmen so lang? Ich weiß jetzt gerade echt nicht, was Christian gemacht hat. Klingt nach schlechtem Internet. Ja, Connection lost. Internet weg. Wo arbeitest du denn, Michael Gross, wenn ich fragen darf? Dass du sagst, dass du 8 neue gekriegt hast, aber guck mal, ob die 2 Wochen durchhalten. Was ist? Ja, ich habe mir mal einen Check gesprochen. Alles gut, alles gut. Ach so. NSC, was geht? Ach, der ist voll getankt. Aber den sollten wir ausmachen, sonst ist er gleich leer. So, was haben wir jetzt hier noch so schönes? Hier haben wir die Paletten stehen. Hier ist eine krumme Palette. Crazy ist es egal, wo die Bäume einfach weg, oder? Ja, einfach verkaufen fahren. Aber, nee, auch vom Feldrand her. Ach so, ja, ja. Nicht mehr ran an den. Einfach weg, ja.
alles klar, Nessi. Ich freue mich auch schon, wenn die Burg gleich fertig ist, um ehrlich zu sein. Wenn die Leute jetzt auch nicht wissen, wir spielen ja Rise of Kingdoms. Da hatte ich ja eine Kampagne am Laufen. Und die Kampagne ist heute beendet, aber wir spielen trotzdem weiter. Wir haben heute in unserer Gilde die Burg gebaut und so. Und ja, die ist jetzt gleich fertig in 42 Minuten und da freuen wir uns schon drauf. Da freuen wir uns schon drauf. Da ist er ja wieder. Ja, das ist gerade ganz böse. Internet, kennst du das ja, Friesi. Ja. Ich schau einfach mal nach. Wir müssen uns da mal noch ein bisschen Zeit nehmen für so eine Sektion im Clan, wo man von den Erwirtschaften Geld Booster kaufen kann. Oh ja, NSC, auf jeden Fall. Wir sollten sowieso mal irgendwie was uns zusammenlegen, dass wir da irgendwas machen können, damit wir uns auch mal unterhalten können, planen können, wen greifen wir an, wen greifen wir nicht an, weil zum Beispiel der Clan, der da direkt neben uns aufbaut, der muss mal ein paar auf die Finger kriegen. Der hat direkt die Burg an unser Rand gebaut, das mag ich nicht. Ja, für eine Discord-Sektion. Ja, sollen wir vielleicht eine Discord-Sektion auf den Freezy Teamspeak Discord machen? Weil auf den SOF Discord ist das leider nicht so berauschend, um ehrlich zu sein. Dann würde ich nämlich sagen, ich sag meine Moderatoren Bescheid, dass sie da mal einen Channel machen. Können wir uns da ausgiebig unterhalten. Gut, dann machen wir das so. Fällt zum Plan an. Ja. Willst du noch Ball wegstecken, Andi? Naja, den einen kriegst du nicht weg. Der ist so ein Dicker und der hängt da irgendwie drin und ich kann ihn nicht schneiden, weil das nicht des Landes. Sonst hätte ich ihn schon noch mitgenommen. Zumindest den Stamm, aber... Wenn wir mit der Seilwinde nur rausziehen? Ja, ich check die Seilwinde nicht so ganz. Ich weiß nicht, ich glaube, dass du da auch nicht anpacken kannst mit der Seilwinde, wenn es nicht dein Land ist. Also dasselbe wie mit der Säge. Aber musst nur aufpassen, Felder befahren wegen Fruchtzerstörung, ne? Nicht so groß, kriegen wir die Felder gurkst. Weiß ich, ja. Perfekt. Wir werden mit der Presse auch noch warten sollen. Was sollten wir warten sollen? Mit der Presse wird man die Feldrinder mähen können. Ach, kacke, jo. Und mehr weg dran und dann... Wo soll die Seilwinde stehen? Die steht am Feldrand. Da, wo der Traktor vorgestanden ist. Beim Feld... Kurz orientieren. Da, das ist über 56. Ich habe ein Hochbeet und habe aber drinnen unten im Keller habe ich noch Pflanzen stehen. So Paprika steht da unten noch und Bärlauch und so. Und die Paprika und die Chilis, genau. Paprika und die Chilis, die haben übelst krass Trauermücken bekommen. Jetzt bin ich gerade dabei, die zu beseitigen. Hab heute Gelbtafeln geholt und so. Ja, ich merke schon, das ist kein Thema für euch zwei, ne? Doch, ich habe auch ein Hochbeet. Hallo. Echt jetzt? Ja, natürlich. Ich feiere das. Ich finde das immer echt cool. Danach also ich hab letztes Jahr Chilis drin gehabt, die hat es mir zerhagelt. Oh, okay. Dieses Jahr hoffe ich auf einen scharfen Ertrag.
Das wünsche ich dir Glück auf jeden Fall. Das Feld gehört uns nicht, da kann ich drüber. Ich bin auch am Überlegen, ich hatte das damals mal angefangen auf dem Balkon damals noch. Da war noch der Kinggarten, habe ich das Projekt genannt. Das war aber nicht so cool, das war scheiße mit Videos machen und sowas alles. Ich bin am Überlegen, ob ich da vielleicht mal auch wirklich ein Projekt starte, aber ist ja jetzt schon wieder fast zu spät, aber. Muss ich mal gucken. So, alle Traktoren sind getankt. Jetzt gucke ich nochmal eben, was der Preis sagt. Für Kartoffeln. Oh, man hat immer noch 206. Oh. Aber meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge vorbei und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao.